Grausamer Fund in Tondorf. Am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr ist die Polizei von einem Passanten alarmiert worden. Er gab an, unter einer Brücke in der Stein-Hardenberg-Straße eine unbekleidete Leiche in der Wanze gesehen zu haben. Einsatzkräfte untersuchten den Fundort und bargen den leblosen Körper. Alter und Geschlecht der Person sind derzeit noch unklar. Hintergründe zu einem möglichen Verbrechen sind ebenfalls noch nicht bekannt. Die Todesermittler des LKA 41 haben die Ermittlungen übernommen.